Ich bin mit Freunden jeden Tag. Und dann plötzlich, ich bin in Deutschland, ganz allein. Das war so eine Liebe. Wow, man kann das nicht beschreiben. Als ich das erlebt habe, ich wusste, ich bin nicht allein. Herr Jesus Christus ist mit mir. Ich bin der glücklichste Mensch der Welt. Joe Onuyol verlässt Afrika, um mit seiner Frau nach Deutschland zu gehen. Doch ganz so traumhaft wie erhofft werden seine ersten Jahre nicht. Er fühlt sich heimatlos, Ängste plagen ihn und er sehnt sich nach Sicherheit. Willkommen bei ERF Mensch Gott. Hallo Joe. Hallo. Was hat dich dazu gebracht, dass du deine Heimat verlassen hast, um hier nach Deutschland zu gehen? Ja, warum ich Afrika verlassen habe? Erst wegen meiner Frau. Das war der erste Grund. Und der zweite Grund war, was Neues, ein neues Leben zu starten. Mhm. Ja, ja. Deine Frau ist Deutsche? Ja. Wie habt ihr euch kennengelernt? Also ich bin Tennistrainer. Mhm. Und meine Frau war eine Schülerin von mir. Sie war in Afrika, sie hat Urlaub gemacht. Und sie kam zum Training. Am Anfang, es ging um 2 Stunden. 2 Tage und dann 3 Tage. Und für mich, ich hatte keine Gedanken gehabt. Ich wusste, dass meine Frau will Tennis trainieren. Aber sie hatte schon einen Gedanken. Mhm. 3-mal die Woche zu spielen, das war schon für mich okay. Als Trainer, ich habe nur meine Arbeit gesehen. Aber meine Frau hatte schon einen Gedanken. Okay. Und da ging es los und da haben wir uns unterhalten, da haben wir uns kennengelernt. Du hast gerade schon erwähnt, dass du Tennistrainer warst. Ja. Du kommst ja aus Kamerun, ne? Ja. Ist das ein Sport, der da sehr populär ist oder wie kam es dazu? Ja, Tennis, dass ich Tennis spiele, ist ein Geschenk Gottes. Weil meine Eltern könnten mir das nicht bezahlen. Weil ein Trainerstunde, Tennisschläger, das ist alles, das kostet zu viel Geld. Aber ich war bei mir in meinem Viertel, wo ich wohnt, und dann kam jemand und sagt, man sucht Balljunge im Tennisclub. Als ich das gehört habe, den nächsten Tag war ich dort. Aber durch Balljunge zu sein, hat mir ermöglicht, Tennis zu spielen. So bin ich zum Tennis gekommen. Also vom Balljungen zum Trainer? Ja. Wie kam es dazu? Wie kam das zu? Als ich reingehe in diesen Verein und als ich den ersten Tag Bälle gesammelt habe, ich habe sofort gemerkt, dass ich bin, der Ort ist richtig für mich. Und dann jemand hat mich einen Schläger geschenkt. Mhm. Und dann habe ich habe trainiert an der Ballwand. Ich habe mit Leuten, Freunden gespielt. Da habe ich gemerkt, ja, das ist der Sport, wo ich wirklich, ich hatte viele Freude, als ich gespielt habe, dass ich wusste, ich muss das weitermachen. Und dann, als ich eines Tages kam, ein Gast, er hatte niemanden mitzuspielen. Und ich spielte mit ihm. Als ich fertig war, er gab mir 10 Euro. Ich glaube 5 Euro sogar, damals 5 Euro. Als ich diese 5 Euro bekommen habe, ich habe zu mir selbst gesagt, ich kann noch nicht so gut spielen, aber ich verdiene schon Geld. Das heißt, wenn ich wirklich gut spielen kann, ich werde damit Geld verdienen können. Wie alt warst du da, als die Erkenntnis kam? 16, 17, 17. Da habe ich mir klar gemacht, jetzt, wow, 5 Euro. Da wusste ich, ich brauche nicht mehr meinen Vater Geld zu fragen. Okay, und dann ging es los? Dann ging los. In deinen Traumjob? Genau. Bist dann Tennislehrer geworden? Genau, und da habe ich trainiert, und da habe einige Trainer, wo die schon dort waren, haben mich ein bisschen Tipps gegeben, so wie man Schläger hält, wie man sich, dann habe ich das alles, als sage ich mal, ich habe 3 Trainerstunden von der ganzen, von meinem ganzen Leben. Oh, wow. 3 Trainerstunden bekommen. Wahnsinn. Ja. Und den Rest hast du so learning by doing gemacht, einfach so drauf los. Genau. Du bist ja dann später in den Senegal gezogen, hast dort deine Frau kennengelernt. Genau. Und dann war es ein Thema, ob du jetzt nach Deutschland gehst oder nicht. Mhm. Was hat dich da beschäftigt in diesen Gedanken oder in dieser Situation? Ja, als ich in Kamerun gespielt habe, und da habe ich gemerkt, jetzt bin ich gut. Jetzt habe ich eine Anzeige gesehen, dass es gibt ein Turnier im Senegal. Und durch diese Anzeige habe ich gesagt, ich gehe mal dieses Turnier spielen. Das Geld, wo ich gespart habe, habe ich mir das einen Flug vorbereitet. Mhm. Dann bin ich nach Senegal.
Als ich im Senegal kam, da traf ich, dass Tennis wird noch mehr gespielt. Mhm. Der Tennis ist noch viel populärer als in Kamerun. Das hat mir gut gefallen. Mhm. Und ich habe mich sehr wohl gefühlt im Senegal, weil wirklich, da konntest du überall spielen. Es waren viele Tennisvereine. Da habe ich gesagt, hier bleibe ich. Ich gehe nicht mehr zurück. Und trotzdem hast du gesagt, ich gehe diese Entscheidung, ich gehe diesen Weg nach Deutschland mit deiner Frau. Genau. Wie war das damals? Hattest du irgendwas, was dir vielleicht auch geholfen hat, diesen Weg durchzuziehen? Oder? Ja, nach diesen 2 Jahren im Senegal, ich habe einen Verein gefunden, wo ich trainieren musste. Da bin ich Trainer geworden. In diesem Verein hat meine Frau auch gespielt. Und da habe ich meine Frau kennengelernt. Mhm. Und sie hat mich eingeladen nach Deutschland, wenn ich kommen würde, möchte. Mhm. Und du hast dich dann auf den Weg gemacht? Ja, genau. Da habe ich zuerst Deutschland besucht, nach 3 Monaten. Ich habe Deutschland 3 Monaten besucht und dann wieder zurück nach Senegal. Und ich glaube, auf dem Weg dahin hattest du sogar eine Bibel mitgenommen, oder? Ja, als ich jetzt das zweite Visum bekommen habe. Ja. Und da habe ich mir gesagt, okay, jetzt habe ich eine Vision, one way. Mhm. Wenn ich gehe, ich komme nicht mehr zurück. Das war klar für dich, ja? Genau. Ich bin am Strand gegangen. Ich saß mich in die Steine. Da habe ich ein Gebet gemacht. Warst du gläubig? Also hast du an Gott geglaubt? Ja, genau, ich habe an Gott geglaubt. Und dann habe ich ein Gebet gemacht. Ich habe gesagt, Gott, hey, ich verlasse Afrika. Ich weiß immer noch dieses Gebet bis heute. Ich verlasse Afrika. Ich weiß nicht, wo ihr hingeht, aber du weißt es. Okay. Ich vertraue dir. Ich gehe mit dieser Frau, wo ich kennengelernt habe. Nimm du alles in deine Hände. Hm. Ich gehe. Wow. Und du hast dann diese Bibel mitgenommen? Genau. Kanntest du dich denn aus in der Bibel? Nein. Kanntest du nicht? Also das heißt, du hattest diesen Glauben irgendwie, warst du auch im Gottesdienst? Oder genau, wie? Genau. Okay. In Kamerun, ich war in der Gottesdienst, in der katholischen Kirche. Okay. Da bin ich aufgewachsen. Jeden Sonntag war ich in der Kirche. Okay. Aber nie in die Bibel gelesen. Okay. Für mich, ich habe immer gedacht, Bibel wäre für den Priester, nicht für uns. Mhm. Weil in unserem Haushalt, es gab keine Bibel zu Hause. Es gab keine Bibel. Als ich das Visum bekommen habe nach Deutschland, ich habe einem Freund gesagt, ich habe meine Vision. Ich verlasse Afrika, besorge mir eine Bibel. Okay. Hat er das getan. Wie kam das, dass du eine Bibel haben wolltest? Ja? Es war so, ich weiß nicht, wie das kam. Ich habe einfach eine Bibel verlangt. Okay. Und er hat nicht gefragt, warum, wieso, weshalb. Er hat mir die Bibel besorgt. Und dann hattest du diese Bibel? Hast du dann angefangen zu lesen? Nein. Nein. Die Bibel warum auch? Ich habe die Bibel genommen, ich habe in meine Tasche eingesteckt, bin ich verreist. Okay. Ich habe die Bibel gestern bekommen, heute bin ich weg. Also ich habe am nächsten einen Tag vor der Reise hast du die Bibel bekommen. Genau. Und dann warst du, ich stelle mir das so vor, du kommst in Deutschland an, mit Bibel im Gepäck, aber du kanntest die Kultur ja vielleicht eben nur mit diesem Kurzaufenthalt davor. Wie waren die ersten Eindrücke für dich, als du in Deutschland warst? Also zuerst, was mich beeindruckt, war die Kälte. Ah, die Kälte? Ja. Kanntest du in der Form nicht, ja? Genau. Und ich wollte sogar wieder zurück. Weil es zu kalt war? Ja, das war -10. Das vergesse ich nie. Und diese Kälte, ich habe mich gefragt, was mache ich hier? Also mitten im Winter angekommen? Genau. Das war im November. Und es war so kalt, dass ich mich selbst gefragt habe, was machst du hier? Und da habe ich gesagt, nein, du hast die Entscheidung getroffen, nach Deutschland zu fliegen. Jetzt bleibst du auch. Jetzt musst du es durchziehen. Genau. Ja. Und dann bin ich geblieben. Ja. Du hast vorhin erwähnt, dass du auch im Gottesdienst warst. Das gibt ja vielleicht auch so ein Gefühl von Heimat. Hast du das dann auch in Deutschland weitergeführt? Genau. Und dann ich nahm meine Bibel, lag ich das am Nachttisch, lag ich meine Bibel hin und jeden Sonntag wieder in den Gottesdienst. Ich habe eine Kirche gefunden. Mit der Bibel in der Hand? Nee, ich habe die zu Hause gelassen. Hast du da zu Hause gelassen? Genau. Ja. Ich ging einfach mit freier Hände. Ja. Ich bin in die Kirche, ich saß da, ich höre die Predigt an, ich gehe nach Hause. Also der gleiche Glaube wie in Afrika. Okay. Genau, habe ich weitergeführt. Mhm. Ja. Und wie erging es dir dann? Du hattest jetzt ja deine Frau. Hast du Afrika vermisst? Wie war das? Ja, ich komme aus Afrika. Ich habe Freunde überall. Ich bin mit Freunden jeden Tag. Und dann plötzlich, ich bin in Deutschland, ganz allein. Außer meine Frau, ich hatte niemanden.
ich habe mich so alleine gefühlt. Keine Freunde, keine Bekannte, kein Onkel, keine Tante. Ich war ganz allein. Ich konnte nicht so gut Deutsch. Das hat mich alles beschäftigt. Ja, das hat mich richtig, richtig gefressen, diese Einsamkeit. Hast du irgendwas dagegen unternommen, gegen diese Einsamkeit? Ja, und dann, als ich nach einigen Jahren, und da habe ich gedacht, ich habe da Freunde in Europa, ich kann die besuchen. Und dann habe ich überall geguckt, die Freunde, wo ich habe, Frankreich, Belgien, London. Oh, international unterwegs, würde ich sagen. Ja. Genau, ich habe viele Freunde. Dann habe ich gesagt, oh, ich besuche mal The Blaze, okay, aus London. Kanntest du alle über den Tennis oder woher kanntest du die? Genau, okay. Blaze war ein Freund, wo wir zusammen gespielt haben. Und dann habe ich meiner Frau gesagt, ich gehe 3 Tage nach London, ich besuche The Blaze. Ich bin hingeflogen, Freitag. Ich bin angekommen, hat mich abgeholt, wir sind zu Hause. Und der nächste Tag, Samstag, er nahm mich mit, wir gingen in seine kleine Gemeinde mit seiner Frau. Wir sind hin, halbe Stunde mit Auto. Und dann merke ich, dass die singen, sie waren fröhlich. Sie haben die Hände geklatscht. We love Jesus, we love Jesus. Ich hab was anderes gesehen. Ich war mit meinen Händen da, ich stand so, ich habe alles so angeschaut. Das war fremd für dich. Genau, ja. Genau, das ist das Wort. Das war fremd für mich. Ich sah das alles so an. Keiner hat auf andere geschaut. Jeder war für sich alleine, die Hände hoch. We love Jesus. Wow, wow, wow. Das hat mich richtig beeindruckt. Okay. Richtig beeindruckt. Und dann, nach halber Stunde, kam der Pastor. Der Pastor kam aus Ghana. Und da hat er jeder einen Small Talk mit jeder erzählt. Okay. Als er zu mir kam, er sagt zu mir, warum bist du so traurig? Warum freust du dich nicht? Ich habe gesagt, ich bin fröhlich. Er sagt, nein, du bist nicht. Du siehst traurig aus. Du bist nicht so. Doch, ich bin zufrieden. Ich habe eine Arbeit, ich habe eine Frau, ich bin geflogen, ich bin hergekommen. Also für mich, ich bin zufrieden. Warum sagt er, dass ich nicht zufrieden bin? Er sagt, nein. Und dann sagt er zu mir, ich soll in die Bibel. Fragt er mich, ob ich eine Bibel habe? Sage ich ja. Er sagt zu mir, ich soll den Psalm 5 lesen und Psalm 10. Das war sein Rat an mich. Als ich zurückkam, der Sonntagabend, Montag, habe ich die Bibel aufgeschlagen. Ich habe die Bibel aufgemacht. Ich habe den Psalm 5 gelesen. Habe ich aufgeschlagen. Ich habe den Psalm 10 gelesen. Und es ist das Rede von jemandem, der traurig ist, der jemand keine Freude hat in diesen Psalmen. Ich habe mich sofort angefühlt. Mhm. Was ich gesehen habe in London, es war klar, dass diese Freude habe ich nicht. Das ist eine andere Art von Freude. Genau, genau. Das habe ich nicht. Das hat mich richtig beeindruckt. Das hat mich richtig beeindruckt. Und die Frau von Blaise hat zu mir gesagt, Herr Jesus Christus, liebt mich. Ich soll ihm einfach nur ein Vertrauen, ihm suchen und er wird sich finden lassen. Das waren die Worte von meiner Freund, seine Frau zu mir. Aber lass mich gerade noch mal fragen, du bist jetzt da in London, du kommst aus einem katholischen Hintergrund, kennst die Messe, kennst den Priester, genau. Du hattest deine Bibel und warst jetzt da und dachtest du, sind die alle ein bisschen komisch drauf? Oder war das für dich, dass du wusstest, ja, das macht irgendwie Sinn? Ja, so, ich habe Freude gesehen. Mhm. In diese anderthalb Stunden, wo ich da war, ich habe Leute gesehen, wo sie Freude haben, zufrieden sind. Mhm. Sie sind zufrieden. Da hast du gespürt, dass du das nicht hast. Genau. Und dann kommt die Frau und sagt dir, hey, du musst einfach Gott vertrauen. Und dann hast du gesagt, ja, okay, oder? Sie hat von Herr Jesus Christus gesprochen. Sie sagt, ja. Herr Jesus Christus liebt dich, so ihm, er wird sich finden lassen. Und das sind die Worte, wo sie mir im Kopf geblieben sind. Mhm. Ich bin mit dieser Botschaft wieder nach Deutschland. Als sie zurückkam, und dann fing ich an, die Bibel zu lesen. Und da habe ich keine Angst mehr gehabt. Also ich habe einfach der Bibel anvertraut. Weil einer hat zu mir gesagt, ich soll hingehen und lesen. Da ging und dann fing ich an, die Bibel zu lesen. Was hattest du für eine Angst vorher, weil du jetzt gerade von Angst sprachst? Also ich habe mich nicht getraut.
die Bibel zu lesen. Die Bibel zu lesen. Genau. Warum? Ich weiß nicht warum. Also keiner hat uns gesagt, dass man Bibel lesen soll. Also die ganze Zeit in der katholischen Kirche, es ist uns nicht gesagt worden, ihr sollt die Bibel lesen. Okay. Ich dachte immer, die Bibel ist für die. Verstehe. Für die Priester, die müssen die Bibel für uns lesen. Mhm. So dachte ich. Und dann hast du gemerkt, das kann ich ja lesen. Genau, genau. Und dann, als ich nach London kam, da war mir klar, ich kann selber lesen. Und dann fing ich an, die Bibel zu lesen, Matthäus-Evangelium, Johannes-Evangelium, die Psalmen, die Geschichte von David. Und dann fing ich die einfach zu lesen. Wenn ich Zeit habe, habe ich gelesen. Was hat es mit dem gemacht? Also, ich habe schon zum Beispiel die 10 Gebote. Ich habe Dinge gesehen in der Bibel. Ich las einfach. Als ich den Psalm 23 gelesen habe, der hat mich richtig beeindruckt. Sag nochmal, was da vorkommt. Der Herr ist meine Hirte. Mehr wird nicht mangeln. Das sind Dinge, wo sie mich, oh, der Herr ist meine Hirte. Mehr wird nicht mangeln. Und zum Schluss steht, dein Glück selig wird mich immer begleiten. Und ich will immer da sein bei dir. Dieser Psalm hat mich richtig, ich habe gemerkt, dass dieser Mann, David, er war richtig zufrieden, er war glücklich. Mhm. Ja, da habe ich, der Psalm 23 hat mich richtig angesprochen. Da habe ich gemerkt, wow, das ist stark. Und wenn du jetzt überlegst, vor der Zeit, vor London, also du hast ja deinen Freund eigentlich besucht, um Gefühl von Heimat irgendwie wieder zu bekommen oder jemanden, genau, den du kennst. Genau. Und dann bist du wieder zurück. Wie war denn das Gefühl dann? Wie war dein Lebensgefühl danach? Ja, also als ich zurückkam nach Deutschland, ich wusste, so alleine bin ich nicht. Als ich angefangen habe, die Bibel zu lesen, habe ich schon meine Sehnsucht, die Ängste, dass ich alleine war, sind schon verschwand. Durch was wurde das ersetzt? Durch diese, zum Beispiel der Psalm 23, diese Bibel zum Lesen. Mhm. Ich merkte schon ein bisschen Freude, ein bisschen, nicht? Und dann eines Tages, ich las das Johannes-Evangelium, Kapitel 14. Das habe ich gelesen. Als ich Johannes 14, 18 angekommen bin, auf Verse 18, ich werde euch nicht weisen lassen. Ich komme zu euch. Da steht, ich werde euch nicht als Weisen zurücklassen. Was hat das mit dir gemacht? Als ich das gelesen habe, es ist in mir was passiert, wo ich nicht beschreiben kann. Ich habe eine innere Ruhe. Es ist so in mir, wie, wow, ich habe die Liebe, ich habe eine Liebe empfangen, eine Ruhe in mir, wo ich gemerkt habe, wow, ich bin ganz ruhig geworden. Da merke ich, wow, es fließt in mir ganz langsam. Das war so eine Liebe, wow, man kann das nicht beschreiben. Man muss das Leben erleben, um zu verstehen, was ich meine. Ich wusste selber nicht, was los ist. Ich habe die Bibel zugemacht. Ich habe gebetet. Hey, was ist gerade passiert? Ich habe wieder aufgemacht. Und dann steht genau vor mir Ezekiel 36, 26. Ich gucke das Vers an. Ich las, ich werde eure steiniger Herz wegnehmen, ich werde euch ein fleißiger Herz geben. Ah, du meinst ein fleischernes Herz. Ja. Was heißt das für dich konkret? Mir ist klar geworden, ich hatte ein steiniger Herz. Hm. Jetzt habe ich ein fleißiger Herz. Mein Herz ist Fleisch geworden. Und in diesem Moment, ich habe drei Dinge gesehen. So wie ein Blitz. Es war, Herr Jesus Christus starb wirklich am Kreuz. Die Bibel, wo ich gerade in der Hand habe, ist das Wort Gottes. Der dritte, mein Name steht geschrieben im Buch des Lebens. Diese drei Dinge sind mir, zack, wow. Deswegen sitze ich hier heute, erzähle ihr das. Super.
Was ist aus diesem Heimatgefühl geworden? Als ich das erlebt habe, ich wusste, ich bin nicht alleine. Ich bin nicht mehr eine Waise. Der Herr ist mit mir. Ich habe mich sofort gefühlt, dieses Gefühl, alleine zu sein, ist weg. Habe ich sofort gemerkt, Herr Jesus Christus ist mit mir. Ich brauche nicht mehr traurig zu sein. Egal wo ich bin, hier heute auf Erde, ich werde mich nicht mehr traurig fühlen. Ich weiß das, Herr Jesus Christus ist mit mir. Ich bin so glücklich. Ich war richtig, ich wollte jeder erzählen. Ich hab meine Adressbuch genommen. Ich habe alle meine Schüler angerufen. Ich habe jeder erzählt, dass ich wieder geboren bin. Ich bin ein Kind Gottes geworden. Ich bin ein Kind. Ich habe jeder angerufen. Alle meine habe ich angerufen. Das war verrückt. Das war. Halleluja. Ich freute mich so, dass ich manchmal, als ich zum Unterricht ging, ich habe ältere Frauen in die Straße mit ihrer Trolley. Ich habe angehalten. Ich bin zu der Frau gegangen. Du musst an Herr Jesus Christus glauben. Okay. Nein, ich bin katholisch. Nein, brauchst du nicht. Du musst an Herr Jesus Christus glauben. Ich habe jeder von Herr Jesus Christus erzählt. Mhm. Ich war so gebrannt, dass ich wusste, jetzt bin ich ein neuer Mensch geworden. Und ich bin zufrieden. Das weiß ich. Ich bin zufrieden. Ich bin der glücklichste Mensch der Welt. Du hast einen Verein gegründet, Tennis für Afrika. Ja. Erzähl uns ein bisschen davon. Was hat es damit auf sich? Ja, Tennis für Afrika ist, also ich sehe das, was ich heute geworden bin. Ich muss das wieder zurückgeben. Ich bin vor einigen Jahren nach Senegal, Urlaub, 14 Tage. Als ich dort ankam, zwei Jugendliche wollten spielen, Tennis spielen. Und sie hatte keine Bälle. Und sie fragt mich, ob ich die Bälle geben kann. Ich habe gefragt, habt ihr keine Bälle? Sie sagen, nein, wir haben keine Bälle. Ich habe Bälle in meine Tasche genommen, ich habe die gegeben. Und als ich die Bälle gegeben habe, ich wusste, in Deutschland, wo ich bin, ich sehe Bälle in den Mülleimer, in meinen Vereinen. Ich sehe Bälle überall. Bälle wird weggeschmissen. Und dann, diese Frage im Senegal ist in meinem Kopf geblieben. Ich bin zurück nach Deutschland. Ich habe gesagt, ab jetzt, jeder Ball, wo ich in den Müll sehen würde, muss ich das wegnehmen. So habe ich angefangen, die Bälle einzusammeln. Dann habe ich gesagt, ich muss diese Bälle in Afrika, die Kinder, die keine Möglichkeit haben, Tennis zu spielen, die muss ich die Möglichkeit geben, Tennis zu spielen zu können. Das heißt, du fliegst nach Afrika mit Equipment und gibst es dann einfach irgendwie Leuten, die du da... Kindern, die du siehst, gibst ihnen einfach Bälle oder wie? Genau. Also, heute habe ich zum Beispiel in fast jeder Verein in der Pfalz, ich habe Zettel hingehängt, gebrauchten Tennisschläger, gebrauchten Tennisbälle, alles, was mit Tennis zu tun hat, Schuhe und so. Ich sammle das, ich kann vorbeikommen, abholen, weil in Afrika, da sind Kinder, wo sie das gebrauchen können. Und da habe ich gesagt, ich werde eine Tennis für Afrika gründen, dass alle, was hier die Leute wegschmeiß, ich hole die, dann wenn ich runter bin, gebe ich den Kindern die Möglichkeit, Tennis zu spielen zu können. Weil Tennis ist ein teurer Sport. Das kann nicht jeder spielen. Das kann nicht jeder. Das ist nur für die, wo sie Geld haben. Du lebst in Deutschland. Was ist heute Heimat für dich? Heimat für mich? Überall, wo ich bin, ist meine Heimat. Egal wo ich bin, wenn ich filme in Frankreich, in Italien, in Kamerun, in Senegal, ich bin zu Hause. Ich habe keine Heimweh mehr. Ich bin gefühlt. Ich weiß, wer ich bin. Schön. Danke, Joe. Bitte. Joe hat seine Heimat bei Gott gefunden. Er weiß, er ist nie mehr allein. Und das gilt auch für dich. Gott liebt dich und er ist immer da für dich. Und wenn du Fragen dazu hast, kannst du uns super gern eine Mail schreiben oder einen Kommentar unter diesem Video hinterlassen. Und wenn du zukünftig keine unserer spannenden Lebensgeschichten mehr verpassen willst, abonniere am besten gleich unseren Kanal. Bis bald. Tschüss.